Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du instant einen luciden Traum indizieren kannst mit Gate 18 Lucid Dream. Ja, luzide Träume sind eines der Dinge, die wissenschaftlich schon anerkannt sind auf dem Planeten, Gott sei Dank, und man kann sie indizieren. Es gibt sehr, sehr viele Methoden, wie man luzide Träume indizieren kann, und in diesem Video möchte ich dir eine Hypnose vorstellen, und mit dieser Hypnose ist es relativ einfach, einen luziden Traum einzuleiten. Ja. Nur mal ganz kurz, Lucid Dream geht 18, hat drei Frequenzen mit je 45 Minuten, und ich werde in diesem Video grob erklären, was hat es mit diesen drei Frequenzen auf sich, wie funktioniert das Ganze und wie wird das Ganze verankert und wie indizierst du sozusagen dann einen luziden Traum. Und es gibt noch zu diesem Video ein eigenes Nutzungsvideo. Wenn du entscheidest, du möchtest Gate 1 kaufen, dann sieh dir das Nutzungsvideo zu Gate 18 an. Da gehe ich in die Methode rein und in die Techniken ganz detailliert, wo ich dir genau zeige, wie du es am besten nutzt, damit du den maximalsten Effekt und Erfolg beim Indizieren eines luziden Traums erleben kannst. Ja? Also, in diesem Gate wirst du eine tiefe Trance geführt und bekommst die Möglichkeit, sozusagen mit einem Codewort, und zwar mit dem Codewort Lucid, einen luziden Traum einzuleiten. Und dazu hilft dir Lucid 1, ja, das Codewort zu verankern. Ja. In Lucid 2 kannst du dann direkt luzide Träume mit dem Codewort einleiten. Und in Lucid 3, das ist sozusagen die Kondition, das heißt, du erstellst eine Playlist später, wo du Lucid 2 und Lucid 3 ein paar Mal hintereinander reintust, und dann kannst du dich mit der Induktion von Lucid 2 hinbringen, und dann läuft einfach das Ganze mit der Frequenz für lucides Träumen im Hintergrund, und du kannst dann sehr, sehr einfach das Ganze einleiten. Wann du das Ganze hören sollst und so weiter, erfährst du im Nutzungsvideo. Also, das Schlüssel bei Lucid 1, also Lucid 1, ist, dass du dort lernst, einfach in diesen Zustand hineinzukommen, wie du einen luziden Traum einleitest. Das heißt, später brauchst du die Frequenz nicht mehr, sondern du kannst einfach nur die Augen zumachen, du stellst dir das Ganze vor und sagst ein paar Mal das Codewort, und du wirst merken, wie auf einmal die ganzen Bilder kommen und wie deine Realität sich verändert. Ja. Das ist auf jeden Fall der Schlüssel von Lucid 1. Ja. Also ich habe hier 6 Phasen, die wir in Lucid 1 durchlaufen. Also du gehst, wie du es schon gewohnt bist vom Gate-Programm, auf die Insel, dann in die Pyramide, und dort gibt es einen Stockwerk, ein Stargate, und du gehst zu diesem Stargate und du gehst dann zu dem Computer neben dem Stargate und du programmierst den luziden Traum von diesem Gate. Das ist so ähnlich wie bei Gate 16, Past Life Regression, wie mit der Brücke und mit dem Licht. Das ist in dem Fall sozusagen dieses Gate, wo wir durchgehen. Ja. Und dort baust du auf deine Konstruktion, deine Landschaft. Das heißt, du visualisierst, wie ist der Boden von deinem luziden Traum, wo sollen die Bäume stehen, wie soll deine Umgebung aussehen. Du visualisierst das Ganze vorher, und danach machst du eine Detailvertiefung, dass du gehst in das Gefühl rein, in die Wolken, in den blauen Himmel, in die Wärme, und immersierst dich selbst. Ja. Immersion bedeutet, du wirst abgelenkt. Also wir halten uns in der physischen Welt, weil wir die ganze Zeit immersiert werden von, wir müssen das tun, hier ist noch was und da ist ein Licht, da habe ich noch was, eine Aufgabe, dann ist hier ein Boden, dann muss ich noch atmen, dann kriege ich Gedanken. Also wir werden von außen so abgelenkt, dass wir immersiert werden und dann vergessen, dass wir eigentlich Bewusstsein sind, sondern wir halten uns damit in der menschlichen Seinsrolle. Und da geht es in diesem Gate darum, dass wir uns selbst immersieren, dass wir bauen uns eine eigene Immersionswelt im Gedanken auf, also in der tiefen Hypnose, und die uns immersiert. Also du stellst dir die Landschaft vor, sehr viele Details, gehst sehr tief rein, und dann gehst du zum Stargate und gehst durch dieses Gate durch und landest dann sozusagen wie so ein Computerspiel, wie wenn du eine Virtual Reality Brille aufsetzt, in deiner luziden Realität. Und je öfter du dieses Gate gehört hast, ich empfehle dir auch, immer dieselbe Landschaft zu verwenden oder dieselbe Umgebung, idealerweise, kleiner Geheimtipp von mir, nutze das Haus am Wald vom Gate-Programm, weil das haben wir jetzt trainiert, sehr, sehr lange. Und wenn du das nutzt als deine Immersionszustand-Base, dann wirst du sehr, sehr einfach und schnell
die Visualisierung hinbekommen, weil du es ja im ganzen Geldprogramm bisher geübt und trainiert hast. Ja, das sind so eine der Tipps, die ich dann dir im Nutzungsvideo auch noch geben werde. Ja, ja und dann hast du eine lange Pause und visualisierst einfach. Du schaust dir das Ganze an, gehst durch, in dem Fall läufst du durch den Wald und so weiter. Und das machst du so lange, bis auf einmal das Ganze von Vorstellung auf einmal Realität wird. Und auf einmal wirst du merken, du bist im luziden Zustand. Ja? Weil Visualisierung ist einfach der Schlüssel, um in diesen Zustand hineinzukommen. Ja? Ja, und dann werden wir diesen Zustand, je realer das Ganze wird, immer mit jedem Mal danach, also je öfter du es hörst, desto realer wird das Ganze werden. Und danach wird das Ganze gekoppelt und verankert mit dem Codewort Lucid. Das heißt, wenn du das Codewort Lucid sagst, dann wirst du sofort, auf einmal wird deine Visualisierung auf ein ganz hohes Level gehoben und du wirst vielleicht in einem luziden Zustand instant sein. Und von da aus kannst du Astralreisen einleiten, luzide Träume, Seelenreisen, was auch immer. Es wird dann sehr, sehr spannend. Ich empfehle dir vor GT2, wenn du willst, zu trainieren, damit du dir deine Visualisierungsfähigkeit richtig vorher nochmal richtig pusht. Ja? So als Tipp. That's it. Und dann gibt es noch Lucid 2. Lucid 2 hörst du dann später, wenn du die Verankerung von Codewort Lucid nicht mehr brauchst, sondern du sagst, ich will jetzt einfach mal einen luziden Traum erleben. Dann machst du eine Playlist, Lucid 2 und Lucid 3 ein paar Mal und du hörst einfach Lucid 2 an und danach ein paar Mal Lucid im Hintergrund. Das ist nur die Musik mit der Frequenz, die dafür zuständig ist. Und ja, und dann läuft das Ganze. Ja? Und du wirst dann halt immer leichter deine durch Visualisierung in den luziden Zustand kommen können. Vor allem, wenn du dir das Stargate vorstellst und so weiter und dann durchgehst und dann bist du sozusagen in deiner Hütte im Wald und dann läufst du durch den Wald, dann gehst du vielleicht nochmal zum Meer oder nochmal zur Insel und dann kannst du dir danach, was auch immer du vorstellen willst. Darum trainieren wir ja auch zum Beispiel, wenn wir mit dem Boot durch das Meer fahren und dann durch den Nebel zur Insel kommen. Dieser Nebel ist dasselbe wie bei G16. Dieser Übergang des Wechselns vom Bewusstseinszustand in eine andere Frequenz. Ja, ja und so funktioniert das Ganze. Ich empfehle dir das Ganze idealerweise in der Früh zu hören, nachdem du geschlafen hast, aber wie genau und wann genau im Nutzungsvideo dann. Ja. In dem Sinne freut es mich, dass Lucid Dream raus ist. Und jetzt gibt es die Möglichkeit mit Hypnose, mit den ganzen Gate-Methoden, die ich entwickelt habe, auch luzide Träume einzuleiten. Und das freut mich mega. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Spaß damit und viel Erfahrungen vor allem. Und wenn du Erfahrungen machst, schreib es mir in den Kommentaren rein und schreib es mir auch unbedingt unten im Shop als Rezension hinein. Also, bis bald und viel Freude mit diesem Geht 18, Lucid Dream.